Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 14. November 2017? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage. Mond hat eine abnehmende Mondphase. Mond wird von drei Sternen bestrahlt in die heutigen Bewegung. Einmal von Zaniach. Und dieser Stern Zaniach, der Einfluss auf unsere heutigen Mondenergie, sagt uns aus für den heutigen Tag, wir sollen heute etwas in Ordnung bringen. Die zweite Stern, wo auch ein Einfluss hat auf die heutigen Mondbewegung, heißt Vindemiatrix. Übersetzt heißt es Weinleserin oder Traubensammler und steht in Verbindung zu Weingott Dionysos. Es sind Feste, Fröhlichkeit, Fruchtbarkeit und bedeutet auch, es trägt etwas Früchte. Die dritte Stern, wo auch einen Einfluss hat auf die heutigen Mondbewegung, heißt Saphir. Ich brauche nicht viel dazu sagen, das ist ein Edelstein und bringt uns Glück. Und wie erleben das die einzelnen Tierkreiszeichen? In Tierkreiszeichen Waagengeborenen ist wichtig, dass sie ihren Gefühlen bewusst wahrnehmen und kümmern um die Partnerschaft. Die Waagendamen haben besonderes Glück, weil eine männliche Person nähert sich. Entweder eine neue Begegnung oder die, wo alleine sind, haben gute Chancen, jemanden kennenzulernen oder die, wo in Partnerschaft leben, ist eine Annäherung da. Nicht nur in die Liebe, Partnerschaft wichtig, sondern auch die berufliche Situation. Eine berufliche Aufstieg oder Veränderungen, Verbesserung beruflich. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren, möchte ich heute etwas im Herz legen. Sie haben Glück, sehr viel Glück. Es sind auch Gewinnchancen gerade. Aber sie haben auch Neider und sie sollen auch mal hinter den geschlossenen Türen schauen, wer könnte das sein oder vielleicht mal schweigen und nicht viel erzählen, was sie vorhaben und die Chancen, Möglichkeiten nutzen, weil das ist eine einzigartige Energie, was die Skorpiongeborenen gerade erleben, Glückschancen. Es ist auch ein schöner Einfluss von Neptun. Das sind Träume, Visionen und sie haben gerade das Glück, ihren Traum zum Leben. Die Tierkreiszeichen Schützen geboren. Ist ein Aufstieg. Die Schützengeborenen werden wahrgenommen. Es sind Veränderungen, Umbrüche, unerwartete Ereignisse. Es kommt auch etwas in Form. Es ist sichtbar, greifbar. Und dieser Erfolg erleben die Schützengeborenen. Heute ist eine gute Nachricht zum Erwarten in einer Seite. Andere Seite, vielleicht von anderen Personen, ist ein Gespräch und das kann eine Täuschung sein, das kann eine Lüge sein, das kann auch ein Gespräch sein, weil die Schützengeborenen zu Enttäuschung führt. Also zwei Einflüsse. Einmal sehr schön und gut, das vermutlich von einer männlichen Person und die anderen Seite aber auch anderen Einflüsse, was enttäuscht die Schützengeborenen. Ansonsten ist wirklich alles wunderbar, aber ein bisschen achtsam sein, welche Informationen kommen von außen. Es handelt sich um Informationen und Gespräche und jemand versucht, die Schützengeborenen etwas vortäuschen oder sogar betrügen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen fühlen gerade sich kraftlos. Sie sollen auf die Werte achten. Heute
ist auch möglich, dass etwas verloren geht oder etwas kaufen. Sie kaufen etwas und es ist zu teuer oder Geld geht verloren. Also besonders auf die Finanzen achten. Aber das geht vorbei, das verbessert sich auch alles. Aber heute auf dem auf die Geld zu achten, weil das kann zu Verlust führen. Die Tierkreiszeichen Wassermann geborenen ist die Leichtigkeit spürbar. Sie haben Kraft und Mut. Die Gespräche sind sehr gut. In die Liebe ist momentan unbeweglich, aber ansonsten ist ein gutes Gefühl und Leichtigkeit. Die Tierkreiszeichen Fischen geborenen ist in die Liebe Partnerschaft sehr schön, sehr gut. Die sind auch sehr kreativ, sie sind auch intuitiv, aber hier gilt auch auf dem Gesprächen achten, weil die Gespräche führen zu Enttäuschungen. Kann auch bedeuten, dass sie hören etwas, kommt eine Information, die man versucht etwas vorzutäuschen oder lügen oder betrügen, so ähnlich wie bei den Schützengeborenen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen brauchen die inneren Gleichgewicht, die inneren Ruhe, auch die Kraft auch richtig einzusetzen, weil es sind viele Veränderungen und die Wiedergeborenen haben gerade die Kreativität und die schöpferische Energie, die schöpferische Kraft. Und das sollen sie auch nutzen, aber nicht allzu viel, sonst fühlen sie sich erschöpft und müde. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen sollen auf jemand zugehen. Und das betrifft die Liebe Partnerschaft. Sie fühlen sich in die Liebe Partnerschaft und auch ihren Gefühlen ein bisschen unsicher oder in den Gefühlen auf anderen. Unklarheiten, Unsicherheiten, obwohl die Verbindung da ist, aber nicht passiv verhalten, abwarten, sondern auf anderen zugehen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen verspüren sie die Leichtigkeit. Und sie haben auch Kraft und Mut, etwas in Bewegung setzen, tolle Ideen und da bewegt sich auch einiges. Und was die Gespräche betrifft, nicht nur warten auf eine Nachricht, sondern auf anderen zugehen, die Gespräche führen oder zuhören, was die anderen meint. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen fühlen sich ein bisschen nervös, unruhig. Erst in den kommenden Tagen verbessert sich und beruhigt sich etwas. Und dann kommt auch in Bewegung, die Krebsgeborenen befinden sie sich auch in einer Veränderungsphase, das kann auch inneren Veränderung sein, befinden sie sich gerade in einer Wandlung, aber heute sind Einschränkungen da oder etwas, was nervös macht oder unsicher macht, die Krebsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben Möglichkeiten, Chancen, Mut und Kraft und sie spüren auch diese Leichtigkeit und Begeisterung. Kann auch ein gutes Gespräch sein, was die Löwengeborenen erwartet. In der Liebe Partnerschaft ist etwas unbeweglich momentan, ansonsten beruflich oder in anderen Lebenssituationen sind wunderbare Chancen und auch die Begeisterung, Neuanfang, Mut und Kraft, was die Löwengeborenen gerade begleitet. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist alles wunderbar, es ist alles stabil, besonders in der Liebe Partnerschaft. Sie spüren auch diese Leichtigkeit, aber auch auf dem Gesprächen achten. Das kann zu Missverständnissen führen. Das kann auch bedeuten, dass sie warten auf eine Nachricht und das kommt noch nicht und da sind die Einschränkungen da. Diese täglichen kosmische Energie beeinflusst unseren Alltag, unserem Leben. Es ist aber allgemein, wie ich das beschreibe. Ich natürlich die einzelnen Tierkreiszeichen kann ich erwähnen, aber das ist nicht persönlich, das ist nicht maßgeschneidert. Es besteht aber die Möglichkeit, auf ihren Horoskop einzugehen und das genauer beschreiben. Und das können Sie gerne bestellen. Und dann bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ansonsten empfehle ich die Blitzberatungen. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Sie beschreiben Ihre Lebenssituation mit Geburtsdatum
und stellen Sie Ihren Fragen und ich beantworte diese Fragen, diese E-Mails natürlich blitzschnell. Und mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.